Zuko sein Feuerbändigen war in der ganzen Show Avatar Herr der Elemente einzigartig und ich erkläre euch wieso. Digga, was der labert. Womit eigentlich schon alles gesagt wurde. Was ist? Das war doch wahnsinnig lustig. Ihr wisst, dass mein Herz für Avatar schlägt und umso mehr ich auf TikTok unterwegs bin und ganz wilde Sachen darüber sehe, desto mehr denke ich mir, ich habe Bock das Ganze zu kommentieren als so eine Art neues Format, beziehungsweise lasst uns mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Und da ich dazu ja noch von MDR, den Avatar-Experten, und von Netflix als Avatar-Experte erklärt wurde, der wahre Experte, der große Meister, muss ich ja recht haben. Nicht Spaß, das klingt voll assi. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und haut mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir natürlich ein Abo da. Boah, jetzt hätte ich beinahe meinen Special Guest hier für das Video vergessen. Leute, seit Wochen wird mir auf TikTok... Ich glaube, die heißt Vanessa, ich will mich nicht... Ah, Valentina heißt die. Mir wird seit Wochen... die liebe Valentina auf meiner For You angezeigt, die einfach Tofu ist. Ihr Lieben, ich gehe jetzt. Deswegen, ich habe heute noch nichts gegessen und ich dachte mir, in Vorbereitung auf dieses Video hier gönne ich mir jetzt mal einen Tofu und esse den während des Videos, ne? Also, Leute, viel Spaß. In den Kommentaren diskutieren die Leute immer wieder, was ist das stärkste Element in Avatar Herr der Elemente? Avatar Herr der Elemente, Avatar Herr der Elemente, Avatar Herr der Elemente. Bruder, bitte. Es heißt Avatar der Herr der Elemente. Nach Avatar Herr der Elemente haben wir Zuko immer wieder auf einen Drachen gesehen, einen majestätischen Drachen namens Drug. Es ist so wie ein Appa, aber halt nur für Zuko. Und es ist halt ein Drache und er ist ziemlich majestätisch, würde ich sagen, und auch ziemlich stark. Wir wissen aber nicht, woher Zuko ihn hat und wie die überhaupt in Verbindung getreten sind. Du gehst zwar gleich noch drauf ein, weil du meinst, es ist eine Theorie, aber schau mal mit dem Satz hier. Er fühlt sich an, als wäre er lebendig. Wurde für uns Zuschauer ein perfektes Foreshadowing auf das Sequel gelegt. Denn Drug oder Druck ist tatsächlich ein Nachkomme von sowohl Ran als auch Shaw aus der Episode Sonnenkrieger und Feuerdrachen, was uns einmal hier Mike mit diesem Interview bestätigt hat und einmal steht's ja hier im dritten Artbook zur Serie, beziehungsweise zu Die Legende von Korra. Es ist zwar nur eine Theorie, aber für viele ist diese Theorie auch wie ein Fakt, woher dieser Drache ist und wie sie in Verbindung getreten sind. Ja, weil es ein Fakt ist. Aber bevor wir jetzt zur Theorie gehen, erstmal die Fakten, die wir wirklich wissen. Wir wissen, dass Zuko Anfang seiner 20er Drug bekommen hat und mit ihm auch auf etliche Missionen war. Das wiederum wurde nicht bestätigt, beziehungsweise wurde es nicht mal thematisiert. Also es wurde nirgends geschrieben, wann Zuko das erste Mal mit Drug in Verbindung getreten ist. Und Leute, ich weiß nicht, was diese Valentina hat, ne, aber... Scheiße, Mann. Und jetzt zu der krassen Theorie. Erinnert ihr euch noch an das goldene Ei im Tempel der Sonnenkrieger? Und als Zuko dieses Ei anhieb, sagte er, es fühlt sich lebendig an. Und deswegen denken viele, dass Drug in diesem Ei war. Denn erst als Zuko es berührt hat, fühlte sich der Drache mit jemandem verbunden. Und erst wenn der Drache sich mit jemandem verbunden fühlt, erst dann kann er geboren werden. Also du stellst es da zwar als Fakt hin, aber an sich wird das eine richtig coole Theorie, dass das Ei von, also dieses goldene Ei erst befruchtet werden konnte, nachdem es in Verbindung mit Zuko getreten ist, aufgrund seiner Blutlinie mit Roku oder aufgrund seines Charakters oder sonst irgendwas oder der Drache, also Druck, irgendwas Besonderes an Zuko gespürt hat. Also das ist schon eine coole Theorie, aber ja, es ist kein Fakt, nee. Für viele ist es keine Theorie, sondern ein Fakt, weil warum sollte sonst der Autor so eine Zeile mit einbauen? Der Autor besteht sogar aus zwei Köpfen mit den Namen Michael DiMartino und Brian Konietzko und hinter ihnen steht ein gigantisches Team, wo auch Aaron Ehes Teil davon war, der uns aber auch schon zum nächsten TikTok bringt, beziehungsweise zum nächsten TikToker, nämlich Raphael Senpai. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es eine vierte Staffel von Aang und den Rest hier gegeben hätte? Das ist offiziell selber von den Creator bestätigt worden und sie haben auch drei Sachen genannt, die vorgekommen wären. Bullshit. Leute, freut euch weder auf eine vierte Staffel, noch freundet euch mit den Gedanken an, dass es jemals eine vierte Staffel gegeben hätte, aber schauen wir mal weiter.
Nummer 1, ein großer Schwerpunkt wäre gewesen, wie Azula endlich zum Guten wechselt. Der Entwickler hat selber gesagt, dass Azula ab Buch 3 noch nicht ganz am Ende war und im Buch 4 wäre es für sie psychisch noch viel, viel schlimmer geworden und ab dem Punkt hätte sie Zukos Hilfe endlich angenommen, weil sie gesehen hätte, dass jemand ihr trotzdem vertraut und trotzdem versucht, sie zu lieben, obwohl sie diese ganzen Sachen gemacht hat. Das hätte wahrscheinlich bis zum Ende der Serie gedauert, aber das wäre so ziemlich ihr Abschluss gewesen, dass sie endlich mit sich selber Frieden findet. In den Comics ging ihre Geschichte etwas weiter, aber im Prinzip läuft sie immer wieder auf selbe hinaus. Ihr wird Hilfe angeboten, sie sagt nein. Hiro selber wäre auch nochmal etwas mehr in den Vordergrund gerückt, da hätte man gesehen, wie er ein bisschen mehr Verbindung zu der Geisterwelt aufbaut. Dann sieht er in Korra, wie stark er da eine Verbundenheit hat. Außerdem hätte er und Aang ein Kind gefunden, wo sie davon ausgegangen sind, dass es vielleicht Luft bändigen kann. Aang hätte sogar geglaubt, dass das die Wiedergeburt von Gyatso ist, aber natürlich wurde die Idee weggeworfen. In Korra sehen wir ja, dass nur Aangs Kinder eigentlich luftbändiger sind. Und ein weiterer Schwerpunkt wäre die Beziehung zwischen Aang und Zuko gewesen, vor allem wie Aang eine riesige Bürde trägt wegen seinen Versagen aus seiner Sicht heraus. Denn da ab dem Ende vom Buch 3 ja Frieden herrscht, muss Aang endlich damit klarkommen, dass er im Prinzip sehr viel dazu beigetragen hat, dass Sachen so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Selber gibt sich dann auch die Schuld für das, was mit den Luftnomaden passiert ist und eine Person, die ihn da extrem aushilft, ist halt einfach Zuko. Und es wurde nochmal angeteasert, dass die beiden nochmal auf einen Trip zusammengehen und dass die Freundschaft sich nochmal etwas verstärkt und dass Aang lernt, mit sich selber besser umzugehen, vor allem weil Zuko das ja auch geschafft hat. Das Beste ist, dass Buch 4 nur deswegen nicht zustande gekommen ist, weil der Kinofilm entwickelt wurde zum selben Zeitpunkt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber sie mussten sich entscheiden, entweder der Kinofilm oder eine vierte Season und aus irgendeinem Grund wurde der Kinofilm genommen. Ey Raphael, würde das alles wahr werden, du wärst der Erste, den ich hier auf einen Marathon einladen würde. Aber alles, was du hier gerade erzählt hast, sind nur Gerüchte vom Headwriter Aaron Ehs gewesen, der ja mittlerweile an seinen eigenen Franchise The Dragon Prince arbeitet. Gut ein Monat nach dem Tweet von Aaron Ehs, also was du hier gerade alles vorgelesen hast, hat sich nämlich Brian Konietzko, also einer der beiden Hauptschöpfer dazu, indirekt geäußert und meinte das hier. Hallo, ich bedanke mich riesig für das ganze Interesse, aber es stimmt nicht, dass wir jemals eine vierte Staffel von Avatar geplant hatten, trotz all dem, was ihr hier auf Twitter oder sonst wo gelesen habt. Mike und ich schrieben die Geschichte für genau 3 Staffeln und brachten diese dann im Frühling 2002 auf Nickelodeon mit einem Anfang, Mittelteil und Ende. Das war's. Das war der Plan, bevor es überhaupt einen Film gab und auch hatte dieser keinerlei Bezug auf unsere Story bzw. die Länge oder dass wir die Geschichte nicht so beenden konnten, wie wir es wollten. Ich hatte weder vor einem Jahrzehnt Interesse daran, die Story auf 4 Staffeln zu ziehen, noch heute und in Zukunft werde ich das auch nicht haben. Aber es wird mit Sicherheit noch viel mehr über das Avatar-Universum in den verschiedensten Medien erscheinen. Wir arbeiten gerade an etwas Großem und wer weiß, was sonst noch so kommt. Und falls Mike und ich je wieder eine Geschichte animieren, dann eine Geschichte, die wir erzählen wollen und nicht eine, die jeder von uns verlangt. So haben wir auch das Original erschaffen, in erster Linie für uns selbst. Und so entsteht auch Kunst. Trotzdem vielen Dank an eurem Interesse und Enthusiasmus, aber ihr könnt jetzt aufhören, uns überall zu verlinken. Danke, passt auf euch auf, Brian. Für das Verbreiten solcher Gerüchte lädst du mich jetzt aber ein, okay? Guter Einwand. Wir kennen 8 Avatars, aber wer war eigentlich der Stärkste? Avatars? Wir machen direkt weiter. Oh, Kohaku, da hat jemand dein Video geklaut. Ich brauche keinen Beruhigungstee, ich will nur endlich den Avatar f***. Du findest also, dass ich ein Spinner bin, ja? Wer von uns beiden lässt denn hier jedes Mal gleich also seine spielen, wenn er sein Spiegelbild im Wasser sieht, ha? Ihr habt ja was Gutes gemacht, Mann. Der Orden des Weißen Lotus ist Gold. Zu Nice Out kann ich überhaupt nichts sagen. Leute, ihr müsst wissen, ich bin selten auf TikTok. Aber, wenn ich mal auf TikTok bin, dann 5 Stunden. Was ich aber sagen wollte ist, wenn ich dann mal ein Video von Nice Out vorgeschlagen bekomme, weiß mein Daumen ganz genau, jetzt hat er erstmal für 1 oder 2 Minuten Ruhe und er kann sich Premium-Qualität-Content gönnen. Ja. In den Kommentaren diskutieren die Leute immer wieder, was ist das stärkste Element in Avatar Herr der Elemente und in diesem Video zeige ich es euch. Ich bin gespannt. Yellow, ich bin gespannt, Mann. Auf Platz 4 kommt Feuer. Feuer hat eine sehr, sehr starke Offensive. Und außerdem hat man auch sehr, sehr gute Heilmöglichkeiten und Heilkräfte. Und das OPste aller Zeiten ist natürlich das Blutbändigen. Ich weiß nicht, ob man die Grundelemente an sich ranken kann und auch sollte. Ich meine, das Grundkonzept von Avatar ist ja, und auch alles drumherum, also die 4 Nationen, das Bändigen, die Elemente an sich und was weiß ich, ergeben ja ein perfektes Gleichgewicht. Egal ob optisch, in Form von Zitaten. Genau, wir sind alle ein Volk, aber wir leben, als wären wir etwas ganz anderes. Dabei hängen wir alle zusammen. Oder aber der Protagonist mit seiner Aufgabe, den Frieden und vor allem die Harmonie wiederherzustellen, was ja irgendwie alles Faktoren dafür sind, dass alle 4 Elemente gleich mächtig sind und vor allem auch gleich mächtig sein müssen.
Und auf Platz 1 kommt das Luftbändigen. Das Luftbändigen wird aber von den friedlichsten Menschen aller Zeiten benutzt und deswegen kommt es einem nicht so stark vor. Und wir haben durch Sahir gesehen, was für ein Potenzial das Luftbändigen hat. Luft ist das Element der Freiheit und Sahir hat es geschafft, mit dem Luftbändigen zu fliegen. Und das ist einfach nur overpowered. Ja gut, aber vergleich zum Beispiel mal eine Brandbändigerin bzw. Feuerbändigerin Plie mit einem Luftnomaden wie dem dreckigen Jinju. Okay, wer muss nun Jinju in sein Team nehmen? Obwohl du Luft auf Platz 1 gesetzt hast und Feuer nur auf Platz 4, ist es glaube ich keine große Frage, wer hier gewinnen würde. Und es ist natürlich Plie, was aber nicht an dem Element liegt, sondern eher an der Individualität und an den Skills, die die einzelne Person mit ihrem Element umsetzen kann, wenn du verstehst, was ich meine. Also es kommt nicht auf die Elemente an, sondern eben wie gesagt auf die Abilities, auf die Skills und auch auf die Künste der einzelnen Figuren, die sie eben drauf haben oder nicht. Ich glaube, du hast Erde auf Platz 2 gerankt oder auf Platz 3, aber vergleich zum Beispiel mal einen Canyon-Führer mit einem Osei. Also du merkst selbst, du kannst keine Elemente ranken, aber auf jeden Fall die Personen, die diese einzelnen Elemente bändigen. Aber Leute, was ist euer Lieblingselement? Oh nein! Zuko sein Feuerbändigen war in der ganzen Show Avatar Herr der Elemente einzigartig und ich erkläre euch wieso. Onkel Iroh zeigte, dass Feuerbändigen für Macht und Willenskraft steht. Und dass Erdbändigen sehr vielfältig und sehr stark ist. Und Luft für die Freiheit steht. Und das Element Wasser heißt Veränderung, was für Zuko eine große Rolle spielt. Onkel Iroh sagte zu Zuko, dass du dich von jedem Element inspirieren lassen musst, um stärker zu werden, als er ihm das Blitzbändigen beigebracht hat. Für das Blitzbändigen musst du dich für das Wasserbändigen inspirieren lassen. Ich liebe diese Details in Avatar. Jetzt genau hinschauen, ich liebe diese Details. Ich liebe diese Details. Ich liebe diese Details. Oh mein Gott! Ich glaube, wir haben alle verstanden, dass du die Details in Avatar genauso liebst wie wir alle hier. Aber irgendwie hat Raphael da was auszusetzen. Avatar Herr der Elemente einzigartig und ich erkläre euch wieso. Digga, was der labert, aber setzt euch hin und passt auf. Ich erzähle euch jetzt was über Bändigen, was ihr safe noch nicht wusstet. Denn das, was Zuko gemacht hat, ist überhaupt nicht einzigartig. Es ist sogar der Standard. Ich würde jetzt sagen, dass es der Standard ist. Vor allem, weil du hier Bändigungstechniken von Avatar mit Bändigungstechniken aus der Legende von Korra vergleichst, was... Ah, ich gehe gleich drauf ein. Davor genieße ich erstmal meinen Tofu. Natürlich einer der besten Beispiele, Korra, sie benutzt Luftbändigen wie Feuerbändigen. Einfach weil ihr das näher liegt, weil das halt einfach eher ihr Talent ist. Man sieht, dass sie kurze, ruckartige Bewegungen macht, um kurze, starke Luftstöße rauszuschießen. Nicht wie andere Luftbändiger, die viel weiter ausholen und viel mehr auf Verteidigen angelehnt sind. Aber ihr versteht langsam, was ich meine. Wenn man wirklich drauf achtet, haben sehr, sehr, sehr viele Leute in der Serie ihren eigenen Bändigungsstil, der sich auch oft mit anderen Stilen vermischt. Da ist überhaupt nichts Besonderes dran. Alles, was er gesagt hat. Aber wie gesagt, absolut nicht Standard. Und hier würde ich sogar eher mit Yellocks Meinung gehen. Jetzt genau hinschauen. Ich liebe diese Details. Ich liebe diese Details. Ich liebe diese Details. Nein. Aber dafür muss ich mich mal ganz kurz selbst zitieren, damit ihr versteht, was ich überhaupt meine und auch Raphael und Yellock. Es ist genau diese Detailverliebtheit, reale und nachvollziehbare Einflüsse unserer Welt mit ihrem fiktiven Werk zu vereinen, um so ein einmaliges Kampfsystem zu erschaffen, was uns noch heute so begeistert und dafür verantwortlich ist, ständig darüber nachzudenken, was man denn noch alles so bändigen könnte. Doch genau wie alle anderen Serien auch, ist Avatar nun mal ein Franchise. Sich selbst neu zu erfinden, zu wachsen und mit der Zeit zu gehen, um neue Elemente mit einzubinden, gehört einfach dazu. Und wenn man genau diesen Aspekt bedenkt, wirkt Korra auch gar nicht mehr so befremdlich und geht mit dem Punkt der Weiterentwicklung eigentlich ziemlich gut um, moderne und abgewandelte Kampfstile mit einzubinden. Es ist einfach Fakt, dass sich die Legende von Korra anders anfühlte. Es wurde viel mehr Fokus auf Wolkenkratzer, Politik und Roboter gesetzt, wobei auch das Bändigen anders aussah. Es gab so gut wie keinen flächendeckenden Kampf mit einem unvorhersehbaren Moveset, sondern eher Konflikte, die wie eine normale Kneipenschlägerei aussahen, wo man das ausschlaggebende Bändigen auch einfach hätte weglassen können. Simple 1 gegen 1 Kämpfe mit schnellen Fäusten und Tritten, ohne ästhetische Bewegungen oder Wasser, das den Gegner einschließt und sich durch die Fähigkeiten bzw. den ausgebauten Skills der jeweiligen Charaktere zu Eis umwandelt. Zu Recht wurde sich damals also bei der Erstausstrahlung von Korra gefragt, warum die Kämpfe so billig aussahen oder was mit ihren originalen Vorlagen geschah, ohne daran zu denken, dass genau diese Änderung eventuell
eventuell sogar mit Absicht beschlossen wurde. Die Schöpfer gingen ja sogar so weit, Korra im ersten Buch noch beibringen zu wollen, was es mit dem traditionellen Bändigen auf sich hat. Und dass zum Beispiel, wie bereits vorhin angesprochen, das Profibändigen nichts weiter ist als... Wollen wir heute Abend in die Arena gehen? Die Profibändigerkämpfe angucken? Dieser Sport ist eine Verhöhnung der edlen Kunst des Bändigens. Danke, Tenzin. Fakt ist einfach, dass Korra als der moderne Avatar angesehen werden sollte, der sie auch war. Was diese vielen Änderungen des Bändigens auch leichter macht zu verstehen, beziehungsweise wurde sich auch hier wieder, anders als gedacht, extrem viele Gedanken darüber gemacht und auch wurde nichts dem Zufall überlassen. Genau wie in der realen Welt wurden damals noch hoch angesehene und einmalige Kampfkünste mit einer jahrhundertalten Tradition mittlerweile eher als Kampfsport angesehen und dafür missbraucht, Kämpfe zu gewinnen, um damit flexen zu können, was Republika eigentlich zu 100% ebenfalls tat. Bändiger aus allen Nationen sind hier vertreten und so gut wie jeder kennt die Fähigkeiten des anderen. Sprich das komplette Gegenteil zu Aangs Ära und den hunderten Epochen davor, wo die vier Nationen noch zurückgezogen und abgeschottert vom Rest der Welt lebten. Während jedoch Zhongzhong, Iroh und Zuko bereits damals anfingen, sich von den verschiedenen Völkern beeinflussen zu lassen und so Bewegungen, die eigentlich für das Wasserbändigen benutzt wurden, für sich einzusetzen, um einen Vorteil gegenüber ihren Landsleuten zu haben. Die anderen zu verstehen, also die anderen Elemente und all die anderen Nationen, das hilft einem vollkommen zu werden. Damals noch auf jeden Fall ein Vorteil, heutzutage jedoch in einer Stadt, wo man jeden Tag mit anderen Bändigern in Kontakt tritt, nichts mehr wirklich Neues und vermutlich auch absolut irrelevant in einer Zeit des Friedens und der Industrialisierung. Und genau so kann man das Ganze auch auf die verschiedenen Subbändigungsarten reduzieren, wie dem Blitzbändigen, wozu damals fast ausschließlich die Königsfamilie imstande war, mittlerweile jedoch für Fabriken eingesetzt wird, oder das Lavabändigen, was uns das erste Mal von Avatar Seto gezeigt wurde, allerdings nun immer mehr Menschen in der Lage scheinen, diese zerstörerische und einst extrem seltene Fähigkeit zu beherrschen. Von einer gesamten Stadt voller Metallbändigern oder dem Blutbändigen ohne Vollmond mal ganz zu schweigen. Ich werde keine Dusche nehmen. Ich werde nicht duschen gehen, bis ich diesen Jungen seine Mutter gefickt habe. Ja, ist geil, ne? Was ist? Avatar The Last Airbender ist krass, aber können wir mal bitte darüber reden, warum das so krass ist? Das ergibt nämlich absolut keinen Sinn. Das ist eine Kinderserie, ein Cartoon. Das lief 16 Uhr am Mittag auf Nickelodeon, damit sich das 12-Jährige anschauen können. Trotzdem hat das so viel Tiefe, so viel Humor, so viel Action, so viel Unterhaltung. Leute rewatchen das ständig und es wird nie langweilig. Avatar ist einfach ein so krasses Genre. Die haben auch jetzt die Live-Action-Serie so gut hinbekommen. Also es ist einfach was richtig Gutes, was Simples, aber was richtig gut umgesetzt ist. Wer auch immer Kennans Meinung ist, lasst mir mal gerne den Feuer-Emoji in den Kommentaren da und natürlich ein Follow bei ihm. Hört! Okay Leute, zum Schluss habe ich jetzt noch eine richtig, richtig krasse Avatar-Theorie, die mir auch nie eingefallen ist, aber ich habe auch nie auf diese krassen Details geachtet, deswegen gönnt euch mal kurz diese Theorie hier. So we know how Toph is using her seismic sense, right? Watch this. This went over everybody's heads. Watch. Her vision turned back on. I think this was possible because her seismic sense was so powerful, she was able to see the rocks within the metal. So just think about how her pupils opened back up just to see that. That is insane. A blind person gaining their vision back? Really cool. Der Fokus wird hier auf Toffs Augen gesetzt, ihre Pupillen weiten sich und wir sehen den seismischen Sinn bzw. Toffs Sicht. Wir halten also fest, dass Avatar auf jeden Fall ein Meisterwerk ist, während TikTok hingegen... My God, this is a kid though. Wie fandet ihr aber das Video und habt ihr Bock auf einen zweiten Teil? Falls ja, ihr wisst, was ihr tun müsst für den Algorithmus und natürlich könnt ihr mir auch weiterhin TikToks per Insta schicken. Ihr müsst wissen, ich bin, wie gesagt, sehr selten auf TikTok unterwegs, deswegen eher auf Insta, da sehe ich es auch schneller. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr... die Leute abcheckt, die ich hier in dem Video erwähnt habe. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, ne?